Guten Morgen. Morgen, heute ist Sonntag, der 15. kurz vor 9. Heute fahren wir nach Belandis, Leipzig. Belandis, das Abenteuerreich. Wir werden euch nachher noch mal was Kurzes zeigen. Wir haben die 5 Abonnenten nicht geschafft. Ja, wir haben 5 Abonnenten, deswegen machen wir heute ein Special mit Belandis. Bis dann, ciao. Bis später. Hallo Leute, wir sind gerade in Belandis auf dem Parkplatz vorgefahren. Wir zeigen euch mal ganz kurz, da hinten ist es. Wir melden uns gleich nochmal vom Eingang. Wo bist du? Du bist lieber nicht so schön, Sonne. So, jetzt sind wir gerade beim Eingang. Wir gehen jetzt rein und haben hoffentlich heute viel Spaß. Wir zeigen euch nachher nochmal unsere Lieblingsattraktion. Bis dann. Achso, ich kann jetzt nicht, ich nehme gerade auf. Wo ist er denn? So. Das ist die Cobra des Amun-Ra. Eine wunderschöne Achterbahn, die gerade zwar nicht fährt, aber da hinten geht die lang. Damit fahren wir. Wo willst du jetzt hin? Zum Papierschiff. Wir gehen jetzt zum Piratenschiff, eins unserer Lieblingsattraktionen. Niki, willst du nochmal gleich mitfahren? Oder erst spielen? Du weißt, wo wir sind, ja? Niki will erst auf dem Wasserspielplatz spielen. Oder ist er jetzt zu der Teich? Warum das? Naja, ein bisschen ist noch offen hier vorne. Ja, sonst war der immer groß. Ich sollte gerade nochmal drin baden. Deswegen wahrscheinlich. Und wir gehen jetzt zum Piratenschiff. Ja, aber nur ein bisschen. Ich filme nur. Können wir mal zeigen, wie schön du spielst? Ey, du machst meine Füße gerade nass, ist dir jetzt bewusst? Da stand ich gerade drin in der Pullerpfütze. Niki, der kleine Biber mit seinem Dammbau. Hey, du Luder! Niki! So, wir wollen jetzt zum Drachenritt. Das ist diese dort. Die wunderschöne Achterbahn, wo wir jetzt hinfahren.
oder hingehen und wir fahren damit jetzt. Ich darf nicht noch aufhören. Wir müssen da vorne wieder beim Labyrinth vorbei. Und der Indianer. Ich hab keinen Bock. Das ist die Bahn, mit der wir jetzt fahren. Wir können leider kein On-Ride-Video machen, weil das verboten ist. Hier machen wir noch so einen ganz kurzen Blick durch Belantes. Da hinten ist noch die andere Achterbahn. Prairie der Indianer. Ich hoffe, man sieht das alles ganz gut. Jetzt müssen wir durch so ein kleines Labyrinth hier. Hier rechts geht es zur Prärie. Und hier geht es zum Drachenritt. Sonst sieht man hier gar nichts, weil es alles dicht bewachsen ist. Aber jetzt kann man wenigstens ein bisschen gucken. Hier sind die ganzen Kanus. Da hinten ist noch die Schiffsschaukel und alles. Niki ist schon irgendwo da vorne. Da kannst du leider nicht filmen. Nee, darf ich nicht filmen. Haben wir auch schon mal versucht. Häuptling Niki macht Stammesmusik. Los geht's. Häuptling Niki hat einen Bären erlegt. Der hängt hier in der Gegend rum und guckt sich Schilder an. Und der Büffel. Nee, von hinten auch noch. Liest du das oben, die ersten? Das nein, ich lese gar nichts. Ich mache ein Video. Ja, Völker sind zu einer starken Ordnung geprägt. Ich habe sogar so ein Büffel und einen Elefant getötet. Hast du gehört? Der hat gesagt, ich bin Indianer. Ich kletter da nicht drüber. Seh nischt. Niki sitzt jetzt hier ganz alleine in dem ja, Belantes Rache. Oh weia. Und ich schwitze Blut und Wasser. Ich kann gar nicht hingucken. Alles gut, ja. Oh weia. Noch lächelt er. Kinder vertragen das immer gut. Oh weia. Wie hoch geht denn das noch? Oh weia, ich kann jetzt nicht mehr. Immer noch allein in Belanitos Rache, so heißt das richtig.
Ja, aber Belanitus Rache steht dran. Vor Feuerwasser, genau. Da drinnen sitzt der Kleine jetzt. Ohne Mutti. Ohne Mama. Ganz allein. Auf wilder Flur. Da vorne sitzt er. Ich habe ihn gerade gesehen, zumindest ein Stück. Mutig nur einmal, ganz alleine. Da ist er. Oh weia. Ganz allein auf weiter Flur, das arme Kind. Da ganz außen am Eingang sitzt. Oh weia, guck, wie ich jetzt drehe. Oh weia. Oh, ist das Hammer. Durchs Video an, dann sieht das nicht so gefährlich aus wie in Realität. Ja, 1,45 möchte ja bald sein. Ja, könnte passen. Nee, warte mal. Da kommen noch Kinder dazu. Das passt alles wunderbar. So, ich hätte euch gerne links, jawohl. Voll auf die Birne. So. Schön den Kopf nach hinten. Action. Da gehen wir natürlich nicht rein. Da trauen wir uns nicht. Ach so. Ja, es ist mein Gut, dass kein Safety Car da ist. Sehe ich auch nicht. Wieso ist mir heute wer? Sonst ist noch keiner hier gewesen. Weiß ich nicht. Aber es geht, eigentlich ist der Park ja gar nicht so voll heute. Wir waren gerade im Fluch des Pharao. Lieg ich dir den mal hin.
klitschnass. Und kalt. Klitschnass und kalt. Und Angst. Da oben sind wir runtergefahren. Und wir zittern immer noch. Ja. Und gucken uns jetzt mal unser Video, unser Foto an, unser On-Ride-Foto. Ich bin und auch ganz... Und dann sehen wir hier hoch. Ja. Da, 142, das sind wir. Niki hat sich versteckt. Ich für euch machen wir mehr Videos. Mucke hatte Auge zu. Okay. Und ich schreie wie am Spieß. Wir hätten das Foto gern genommen, aber Niki hat sich ja versteckt. Entschuldigung. Aber ja. Wir machen immer wieder Videos für euch. Ja, nicht? Hat er sich versteckt. Mama, okay. Ja. Kann man gut erkennen, hoffe ich. Ist ein bisschen verschwommen, aber ich denke mal. Und da oben sind wir eben drunter. Über 30 Meter in die Tiefe. Wir waren das zweite Mal in der Pyramide, im Fluch des Pharao. Wie ein Foto. Wird langsam langweilig, nein. Ist natürlich mal wieder ohne Herrn Schmidt, wie man sehen kann. Ja, Motorbikes vergessen. Nass. Nass. Klitschnass. Wir schwimmen. Hier da auch noch, den ich nicht kenne. Wir waren gerade in Amun-Ra. Wieder mal Amun-Ra. Genau. Und da sind wir. Ja, aber du siehst irgendwie aus. Weiß nicht. Niki ist ägyptisch auf der Sphinx. Kunststoff, nee, Stein. Hört sich an wie Stein. Wir waren gerade im Drachenritt. Wie man sieht, wieder mal zu Tode geängstigt. Nichts sage ich. Bodo mit dem Bagger und der baggert noch.